Hi, ich melde mich mal wieder mit einem etwas ausführlicheren Trainingsvideo. Und zwar gab es vor kurzem die Frage bei einem von meinen Videos, und zwar bei dem, wo es um verschiedene Belohnungsarten geht, wie man denn das bei Fußgehen trainieren kann. Weil der Paul läuft ja so schön bei Fuß und die Frage war, mein Hund verliert immer schnell die Konzentration und läuft nicht richtig bei Fuß. Wie kann ich das denn hinkriegen? Und da dachte ich mir, ich mache einfach mal ein ausführlicheres Video zu dem Thema, weil es ein sehr spannendes ist. Und dazu gibt es erstmal zu sagen, dass ich grundsätzlich zwischen zwei verschiedenen Arten, das Fuß zu trainieren, unterscheiden würde. Einmal das sportliche Fuß, bei dem der Hund ziemlich eng am Bein sein soll, meistens am linken Bein von seinem Besitzer. Und die Position halten soll, komme was da wolle. Also wenn der Besitzer sich dreht, soll sich der Hund drehen. Wenn der Besitzer vorwärts geht, soll der Hund vorwärts gehen. Wenn der Besitzer rückwärts geht, soll der Hund rückwärts gehen. Und so weiter und so fort. Und die wird auch meistens dann noch relativ lange verlangt. Das kommt daher, dass man den Hund beim Jagen oder auch bei anderen Sachen, wo man Waffen benutzt, ziemlich nah am linken Bein haben muss, weil man in aller Regel rechts die Waffe getragen hat und man einfach sicher sein wollte, dass man seinen Hund nicht aus Versehen erschießt, beziehungsweise dass der nicht irgendwelchen Quatsch machen geht, während man sich aufs Schießen oder aufs Zielen konzentriert. Das hat heute noch seinen Platz in Sachen, die nicht viel mit Schießen zu tun haben, zum Beispiel in der Dummyarbeit oder eben auch in Obedience-Wettkämpfen. Da wird zwar nicht geschossen, aber diese Sportarten, die rühren eben doch von Dingen aus dem echten Leben her, bei denen Waffen eine Rolle gespielt haben. Deswegen macht man das bis heute noch so und deswegen ist das auch Bestandteil von Prüfungen und es wird meistens auch mitbewertet, ob der Hund da schön eng ist, ob der seine Position hält und ob der das auch sauber und selbstständig tut. Das ist die eine Art, das zu trainieren. Und für die Otto-Normal-Menschen und Otto-Normal-Hunde auf dieser Welt ist das zwar eine schöne Beschäftigung und eine schöne Herausforderung, aber im Grunde im Alltag viel mehr, als man braucht. Und deswegen unterrichte ich auch mit den meisten Hunden das, was ich so ein bisschen lapidar ein schlampiges Beifußgehen nenne, aber man könnte es auch einfach ein Alltags-Beifußgehen nennen. Und das ist ein Beifußgehen, das eben für den Alltag reicht. Also mein Hund läuft neben mir, ich kann mich darauf verlassen, dass er nicht vorrennt, dass er nicht weit von mir zur Seite weggeht, aber er muss nicht exakt die Position neben meinem Bein halten. Und ein Unterschied ist auch noch, dass ich es gerne habe, wenn der Hund das auf beiden Seiten lernt und sogar den Wechsel von einer auf die andere Seite lernt. Das braucht man bei dem sportlichen Fuß alles nicht. Wie unterscheiden sich die zwei Sachen jetzt noch? Einmal natürlich in dem, was ich vom Hund verlange, wie ich gerade erklärt habe. Und dadurch aber natürlich auch im Aufbau. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch einfach mal beide Arten, das Fuß aufzubauen. Und so kann sich jeder das aussuchen, was er braucht oder sie braucht. Und hier sind die zwei Arten, Fuß aufzubauen. Los geht's mit der sportlichen Variante. Weil es bei dieser Variante dabei geht, dass der Hund zuverlässig die Position ganz eng an meinem linken Bein in dem Fall hält, macht es total Sinn, auch mit der Position als Ausgangspunkt anzufangen. Und im Grunde kann man sogar sagen, dass ich dabei gar nicht so sehr das Laufen trainiere, sondern einfach nur die Position an meinem linken Bein so hochwertig belohne, dass der Hund die anfängt zu halten, auch wenn ich später Bewegung einführe. Das heißt, am Anfang ist das Ganze relativ unspektakulär. Ich will erstmal einen Hund haben, der eng an meinem Bein ist. Das heißt, ich gucke, dass ich den irgendwie an mein Bein bekomme. Die eleganteste Variante ist immer, den Hund so zu motivieren, dass er von selbst diese Position einnimmt. Natürlich kann ich mich jetzt auch neben den Hund stellen und dann sagen, fein, aber was hat der Hund dabei gelernt? Im dümmsten Fall einfach nur das Stillhalten und warten, bis ich mich in die richtige Position begeben habe. Und im besten Falle lernt er schon, dass diese Position sich lohnt, aber es wird viel, viel länger dauern, bis er sie selbstständig aufsucht. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der gern Leckerchen nimmt, kann ich es mir sehr gut leicht machen und kann sagen, ich locke mir den Hund an die Seite, wo ich ihn haben will, in die Position, in der ich ihn haben will und wenn er da angekommen ist, lasse ich los. Dann wiederholen wir das Ganze auf. Dazu brauche ich erstmal wieder einen Hund, der weg ist und dann kann ich mir den wieder in die Position locken, in der ich ihn brauche. Das sieht jetzt sehr einfach aus, ist aber am Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, gar nicht so einfach, weil man erstmal ein Gefühl bekommen muss für den Wendekreis von so einem Hund. Die meisten Leute versuchen so zu locken,
wie sie sozusagen den Hund nachher haben wollen und vergessen, dass der Hund da auch einen bestimmten Weg zurücklegen muss. Also die meisten Anfänger locken ungefähr so, Hand geht zurück und eng hier nebendran. Und jetzt hat der Paul schon viele Wiederholungen, deswegen sitzt er halbwegs gerade. Aber vielleicht, wenn ich es auf der anderen Seite mache, sieht man, was dabei rauskommt, wenn ich nicht weit genug aushole beim Locken. Dann habe ich einen schiefen Hund. Der ist jetzt nicht sehr schief, das wäre als erster Schritt für einen Anfänger vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn wir ihn gleich gerade kriegen können, ist es natürlich schöner. Und deswegen ist es wichtig, dass man die richtige Lockbewegung macht. Und die ist ein ausladender Kreis, sodass der Hund von hinten einparken kann. Und es gibt viele Hunde, wenn die noch nicht so viel Routine da drin haben, die haben auch erstmal Probleme mit dem Setzen in der Position gleich noch mit. Wenn das so ist, kann ich das Ganze auch noch unterteilen in Einzelschritte und kann sagen, ich locke ihn erstmal gerade hier hin, belohne ihn und konzentriere mich später auf das Sitz. Ja, probiert es ruhig aus. Wenn der Hund es gleich macht, umso besser. Wenn nicht, nicht vergessen, man kann immer noch Zwischenschritte einbauen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der so sitzt, beziehungsweise der diesen Weg schon einige Male gegangen ist, gerne auch auf unterschiedlichen Positionen, mal von rechts, mal von links, mal von vorne, mal von hinten, sodass er unterschiedliche Wege kennt, auf diese Position einzunehmen, dann sollte das irgendwann auch kein Problem sein, das Ganze ohne Leckerchen in der Lockhand zu machen. Auf. Das heißt, der Hund denkt vielleicht noch, da wäre ein Leckerchen, kommt trotzdem mit und kriegt seinen Keks aus der anderen Hand und gewöhnt sich so langsam dran, auf die Sache auch zu machen, wenn ich ihn mit der leeren Hand locke. Die Hunde, die Erfahrung haben im Tagetraining, also zur Hand laufen auf Signal, beziehungsweise wenn sie die Hand sehen, oder die auch nur Erfahrung damit haben, sich locken zu lassen in unterschiedlichen Längen und Richtungen, die werden bei dem Schritt viel schneller sein als die, für die das alles neu ist. Aber es ist nicht schlimm, wenn man dafür mehrere Durchgänge braucht. Und am Anfang hilft es auch, die Hand noch so zu halten, als wäre ein Leckerchen drin. Auf! Wer jetzt den Kanal sich schon länger anguckt, der weiß, wo das Ganze hinläuft. Ich bin jetzt schon dabei, mir langsam ein Handsignal aufzubauen. Das heißt, wenn der Hund irgendwann das auch macht, obwohl nichts in der Hand ist und ich ihn sozusagen nicht mehr veräppeln brauche, dann kann ich die Handbewegung immer weniger ausufernd machen und irgendwann ist es nur noch angedeutet und noch irgendwanner, also noch ein bisschen später, brauche ich dann eigentlich nur noch dem Hund anzudeuten, dass er auf die Seite kommen muss. Und kann ihn belohnen. Ja, und wichtig ist dabei, jetzt habt ihr gesehen, ich habe das ein bisschen wischiwaschi im Schnelldurchlauf vorgemacht und habe dabei quasi immer ein bisschen mehr Abstand hier zwischen meinem Bein und dem Hund gekriegt. Eigentlich wollte ich ja ein ganz enges Beifuß haben. Was eng ist, das bestimmt natürlich ihr oder die Prüfungsordnung des Sportes, für den ihr es übt. Aber wenn ihr ein enges Beifuß haben wollt, dann belohnt auch nur ein enges Beifuß. Das heißt, wenn er mal nicht eng genug sitzt, würde ich einfach von vorne anfangen, bisschen sauberer locken, ja, und dann die Position am Bein belohnen. Für die etwas Fortgeschritteneren, denen schon das Markersignal oder der Klicker oder wie auch immer ein Lobwort was sagt, die können sich das noch zunutze machen, indem sie den Moment, wo der Hund ihr Bein berührt, noch markern oder klickern oder mit dem Lobwort markieren. Ja, das heißt, locken, ja, in dem Moment, wo er hier andockt, gibt es das Lobwort und dann lasse ich das Leckerchen los. Auf. Und das ist auch schon die ganze Grundlagenarbeit. Wenn der Hund das zuverlässig macht und auch aus unterschiedlichen Positionen angefangen hat zu machen, dann kann man sich relativ schnell zu dem Punkt begeben, ja fein, wo man in kleinen Schritten auch Bewegung einbaut. Also zum Beispiel einen Schritt nach vorne. Ja, der Hund kommt mit, setzt sich hin. Oder eine halbe Drehung zur Seite. Fein, der Hund kommt mit, setzt sich hin. Oder eine Drehung in die andere Richtung. Ja, der Hund kommt mit. Ja, oder dann auch die etwas schwierige Variante, rückwärts gehen. Fein. Das braucht zwar kein Mensch, aber es sieht lustig aus. Und so geht es nach und nach weiter. Ja, wenn ich einen Hund habe, der einzelne Schritte mitgeht und der das Prinzip verstanden hat, dass er einfach nur da bleiben soll, wo ich ihn haben will, egal was ich zwischendurch mache, kann ich nach und nach immer ein bisschen mehr Bewegung einfordern und muss halt schön darauf achten, dass ich immer nur gerades Sitzen belohne. Das war der Schnelldurchgang. Natürlich kann man jeden einzelnen von diesen Schritten noch in Unterschritte unterteilen.
Das würde jetzt aber ein einstündiges Video werden, wenn ich das mache. Und das kann ich auch gerne nochmal machen, wenn ihr euch das wünscht. Aber jetzt soll es erstmal um eine Einführung ins Fuß gehen. Ja, also kleines Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Drehung am Bein mit dem Hund noch nie gemacht habe, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der einfach mitgehen wird und gleich wieder eng am Bein sitzen wird. Da muss man wahrscheinlich die ersten Male noch ein bisschen locken. Und jede Art, sich zu bewegen, braucht wieder eine unterschiedliche Art zu locken. Ja, aber wie gesagt, da können wir gerne noch mal in einem anderen Video drüber reden. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Und jetzt geht es erstmal zu dem schlampigen Beifuß oder zum Alltagsbeifuß. Beim Alltagsbeifuß ist es mir nicht so wichtig, dass der Hund exakt gerade neben meinem Bein ist und auch nicht so super wichtig, ob er ein kleines Stück vor mir oder ein kleines Stück hinter mir ist. Ich will mich darauf verlassen können, dass er sich an mir orientiert und mit mir die Richtung wechselt, wenn ich die Richtung wechselt und mit mir stehen bleibt, wenn ich stehen bleibe und dass er sich auf mich bezieht und an mir orientiert, bis ich ihn wieder freigebe. In der Regel benutzt man dieses Beifuß auch lange nicht so lange, also nicht so ausgiebig wie das sportliche Fuß. Man geht damit nicht in Wettkämpfe und muss es über mehrere Minuten oder gar bis zu einer halben Stunde hin zeigen, sondern die meisten Leute brauchen einen Beifuß eigentlich nur für Situationen, wo sie kurz Kontrolle über ihren Hund haben wollen, kurz mehr Kontrolle über den Hund haben wollen als ganz ohne Signal und aber nicht die Leine dran machen wollen. Also beispielsweise, es kommt ein Jogger mir entgegen oder es kommt ein Kind mit einer Eistüte vorbei. Und ich bin mir nicht sicher, ob mein Hund höflich ausweichen wird oder ob er nicht mal an der Eistüte lutschen will. Dann kann ich ihn auf meine Seite holen und kann ihm sagen, lauf mal bitte auf der dem Kind abgewandten Seite, bis wir da vorbei sind. Oder ich treffe einen Hund, bei dem ich mir nicht so sicher bin, ob der freundlich ist oder ob mein Hund zu dem freundlich sein wird. Dann kann ich die Situation auch schön entschärfen, wenn ich ihn einfach mal schnell auf die Seite holen kann und bei mir behalten kann, bis wir an dem Hund vorbeigelaufen sind. Und das heißt, das sind meistens solche Geschichten, da brauche ich das Beifuß oder das Alltagsbeifuß, bei mir heißt es bei mir, vielleicht 10 Sekunden. Vielleicht, wenn es hochkommt, auch mal 30 Sekunden oder eine Minute. Und an den Punkt komme ich meistens ziemlich schnell. Und dadurch, dass ich nicht so viel Genauigkeit und nicht so viel Perfektion in der Position brauche, kann ich auch gleich aus dem Laufen zu trainieren anfangen. Und es ist denkbar einfach. Im Prinzip muss ich dem Hund nur zeigen oder ihm vorstellen, ihm die Idee vermitteln, dass es sich lohnt, dahin zu gehen, wo ich mit dem Finger hinzeige. Und das kann ich super schön aufbauen, indem ich ihm einfach ein Leckerchen in der Hand präsentiere und dahin zeige und es ihm dann gebe. Und das mache ich so lange, wie der Hund auf der Seite bleibt. Also ich zeige ihm, wo der Keks ist. Hier ist der Keks und gebe ihm den Keks. Im Prinzip ist es eigentlich nur Füttern im Laufen. Solange der Hund neben mir herläuft, füttere ich ihn und wenn ich fertig bin, schicke ich ihn weg. Das Ganze kann man natürlich auf zwei Seiten machen und das kann man auch ruhig von Anfang an auf zwei Seiten machen, weil es für den Hund wirklich nicht viel zu denken gibt. Ich zeige ihm, auf der Seite fange ich an zu füttern und da füttere ich weiter, bis ich der Meinung bin, es wäre genug und dann schicke ich ihn auf weg. Ja, ich habe den Keks in der Hand, ich zeige ihm, hier gibt es die Kekse, ich füttere ihn auf der Seite, bis ich zufrieden bin und schicke ihn weg. Auf! Und dann kann man das Ganze schön ausbauen, indem man die Hand kurz verschwinden lässt, die Futterhand. Also ich zeige ihm, geh bitte auf die Seite, die Hand verschwindet, ich laufe ein Stück und die Hand kommt zurück. Auf! Ich zeige ihm, hier gibt es Futter, die Hand verschwindet, der Hund ist immer noch da, die Hand kommt zurück. Und auf. Und wie immer beim Hundetraining steigern wir in kleinen Schritten allmählich das, was man vom Hund will. Ich zeige ihm, hier gibt es Futter, die Hand verschwindet und wir gehen mehrere Schritte, nicht zu viele, auf am Anfang, damit gar nicht erst sich was Unsauberes einschleicht. Ich zeige ihm, hier gibt es das Leckerchen, die Hand verschwindet, wir gehen ein paar Schritte, fein. Und nochmal, ich zeige ihm, hier gibt es das Leckerchen, die Hand verschwindet, wir gehen ein paar Schritte und dann gibt es das. Ja, und nach werdet ihr so ganz schnell an den Punkt kommen, dass der Hund 4, 5, 6, 10 Schritte läuft, nachdem die Hand verschwunden ist. Und durch die Masse, die da drauf kommt, also durch das immer wieder Wiederholen, ist es irgendwann nicht mehr so wichtig, ob ich ein Leckerchen beim Zeigen in der Hand habe oder nicht. Der Hund gewöhnt sich dran, immer wenn ich auf die bestimmte Art die Hand hier ausfahre und die Hand dann wieder einfahre, dann wird es wohl gleich ein Leckerchen geben. Also wird er die Aufmerksamkeit halten, solange ihr es nicht übertreibt mit der Steigerung. Also der größte Fehler beim
bei Fuß gehen oder bei mir gehen, wie ich dazu sage, ist, dass man zu schnell Distanz aufbauen will, zu schnell zu viele Schritte macht und der Hund von der Aufmerksamkeit her abdriftet, dann holt man ihn wieder zurück, dann driftet er wieder ab, dann holt man ihn wieder zurück. Und dann kriegt man zwar so eine Art bei Fußgehen, aber so ähnlich wie viele Leute den Fehler beim Bleib machen, immer wieder bleib, 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 nein, 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 bleib, 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 setz dich wieder hin, zur Übung mit dazu zu machen, belohnt man den Fehler sozusagen immer mit und man wird immer nur ein Verhalten bekommen, das funktioniert, solange ich den Hund immer wieder dran erinnere. Und das finde ich ein bisschen unschön. Und gerade weil das so ein realistisches Ziel ja ist, den Hund dazu zu kriegen, sagen wir mal 30 Sekunden diese Position zu halten, da muss ich nicht besonders viel Disziplin für aufbringen, würde ich da allen empfehlen, konzentriert euch bei den Basics, macht die ersten 30 Sekunden super sauber, die erste Minute super sauber, wenn ihr es schafft und dann habt ihr wirklich für die meisten Situationen schon ein tolles bei mir gehen aufgebaut. Ja, und das heißt, nach und nach brauche ich überhaupt keine Leckerchen mehr, sondern ich zeige ihm, hier geht's gleich los mit der Fütterung, dann verschwindet meine Hand. Und wenn er schön die Konzentration hält und bei mir bleibt, dann bekommt er sein Leckerchen und ich sage ihm auf. Ja, mit der anderen Hand genauso. Wir haben es ja auf beiden Seiten geübt. Ich zeige ihm, hier gibt es sein Leckerchen. Dann kann ich die Hand wegziehen oder die Hand, hoppla, hier gibt es sein Leckerchen. Oder die Hand in die Tasche stecken oder wo ich sie halt hintun will. Und dann kommt das Leckerchen. Und wie gesagt, wenn der Hund dabei mal aus Versehen die Seite wechselt oder mal ein bisschen zurückbleibt, ist kein Beinbruch, weil das Einzige, was ich dafür haben will, ist Alltagstauglichkeit. Das waren zwei Möglichkeiten, wie man das bei Fußgehen aufbauen kann. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ihr das Video mögt, wenn ihr es teilt und wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.